hat er rundum die Übersicht. In luftiger Höhe stiert er mit seinem Gleitschirm dem Ziel entgegen. Heute hat der Kurs auf unser Mikrofon genommen. Herzlich willkommen, Jan Stern. Herzlich willkommen, alle Zuhörer und Zuschauer. Jan, auch heute mit dem Gleitschirm mit dabei? Ja, für heute hat es gar nicht gelangt, nein. Nicht gerade immer unterwegs, ja. Wie häufig, wie oft, wie lange im Jahr hängst du in der Luft am Gleitschirm? Ja, ich pegle sozusagen jede freie Minute in der Luft, wenn ich es arbeite. Jetzt bin ich gerade 2 Wochen nicht mehr gesehen, das ist schon eher ein langer Intervall. Normalerweise bin ich eigentlich jedes Wochenende mindestens in der Luft. Hast du schon mal zusammengezählt, wie viele Stunden oder wie viele Tage das bis jetzt sind? Ja, da 4 eigentlich. Bücher, also ich das Flugbuch daheim. Mittlerweile habe ich über 1300 Stunden. Und so im Jahr mache ich so rund 200 Stunden und so 160 Flüge. Also bist du fast mehr in der Luft am Gleitschirm als im Autofahren? Ja, durch das Arbeiten bin ich auch viel im Auto gefahren, aber gleicht sich das ähnlich aus. Ja, das könnte schon sein. Die PS sind nicht die gleichen wie beim Auto? Nein, aber die Aussicht ist besser. Was fasziniert dich neben der Aussicht am Gleitschirmfliegen? Ja, es ist einfach die Freiheit, die man da hat. Also man kann starten, wo man will, landen, wo man will. Man kann selber entscheiden, wo das man hin will gehen. Und ja, das ist einfach faszinierend, was man da machen kann. Mit man nur Leinen und ein Stück Tuch. Und über die Hexen und Berge fliegen, das ist einfach immer wieder faszinierend. Was war bis jetzt das Faszinierendste, gewesen, was du erlebt hast, was du gesehen hast, was du wahrgenommen hast in der Luft? Also ich glaube, es ist immer wieder schön, wenn man nach 8-9 Stunden fliegt, dass man nachher am Schluss zum Sonnenuntergang irgendwie über dem Weissmies oder dem Lakinhorn drüber fliegen kann. Im Westen sieht man den Sonnenuntergang, das ist immer wieder ein sehr, sehr eindrückliches Erlebnis. Begegnungen mit Tieren, mit Vögeln, mit Adlern? Sehr viel, ja. Es gibt viele Adler, da kann man jetzt auch drehen, weil wir brauchen die gleiche Thermik. Also wir sind viel zusammen umdrehen. Nachher auch viel Wild, die laufen meistens weg, weil sie Angst haben, obwohl sie eigentlich nichts machen. Aber Wildtiere sieht man viel. Wie ist es mit den anderen Fluggeräten in der Luft? Kommt man nicht manchmal ein bisschen in Konkurrenz oder in Konflikt? Ja, da gibt es schon die Regeln, wer wo fliegt und so. Und mit anderen Fliegern oder so ist es weniger das Problem. Aber mit Gleitschirmen hat man zum Teil, wenn ein guter Tag ist, schon recht viel Verkehr in der Luft. Aber da in gibt es einen Risch zu regeln und von dem her ist das eigentlich recht geordnet die meiste Zeit. Trotzdem nochmal zurück auf die gegnerischen Flieger oder Helikopter oder Tiefflieger, Kleinflieger. Ihr fliegt ja riesige Distanzen. Ich habe gehört, du bist schon über Berge drüber geflogen, über 4000er drüber geflogen. Ihr fliegt mehrere hundert Kilometer. Da trifft man noch ab und zu mal einen Helikopter oder ein Flugzeug. Auf jeden Fall, aber der Luftraum der ist so gross. Also es hat Platz eigentlich im Moment für alle. Zudem sind die Gleitschirme die sind eher entlang von der Bergkette unterwegs, weil wir keinen Motor haben, wir brauchen die Thermik. Und Helikopter und Flugzeug befinden sich meistens mit dem Tal in der Teiferei, also die sind nicht gerade immer in der Höhe unterwegs. Wie ist es mit dem Segelflugzeug? Segelflugzeug, die brauchen die gleiche Erde, das ist schon eher ein Problem. Also die Segelflieger, aber mittlerweile gibt es auch so Warnsysteme, Flarm, wo die Gleitschirmer passive Flarm mit haben, die warnen die Segelflieger vor Gleitschirmer. Und also es geht eigentlich recht gut, ja. Du fliegst seit gut 6 Jahren, hast schon riesige Erfolge können feiern, Schweizer Meister, Walliser Meister. Wie viel Sport und wie viel Genuss ist da dabei? Wie kann man das werten? Ist es mehr Genuss, ist es mehr Sport, mehr Wettkampf, mehr Leistung? Ja. Wie tut man das mixen? Es kommt recht auf die Jahreszeit drauf an. Jetzt im Herbst, Winter ist es... Also es ist immer Genuss, aber jetzt im Herbst und Winter ist es eher gemütlicher. Also es ist nicht mehr die Wettkampfding, ist nicht mehr so präsent. Nachher im Sommer, Frühling, wo die Wettkampfsaison ist, ist zum Teil schon ein bisschen Druck da. Aber es ist nicht so, dass jetzt das nicht mehr gefällt oder so. Also es ist immer purer Genuss. Winter, Sommer. Im Sommer ist klar, es ist wärmer, hat zwar ein bisschen mehr Aufwind, mehr Thermik. Im Winter gäbe es ja das auch und trotzdem fliegen wir da weniger, bis gar nicht. Also das ist jetzt nicht richtig, also im Winter fliegen wir auch eigentlich den ganzen Tag. Das Problem ist halt, im Sommer ist die Thermik besser, im Winter zum Teil haben wir gar keine Thermik mehr. Und im Sommer sind die Tage länger, also wenn man 10-11 Stunden fliegt, ist im Winter irgendwann mal einfach feister, das sind am Morgen kommt die Sonne später, am Abend ist es früh feister. Im Sommer hat man viel mehr Sonnendauer und ja, das ist einer der Argumente, warum das im Winter nicht so lang geht. Mhm. Nachtfliegen, das Thema. Ja, also im Winter gibt es auch Vollmondflüge. Das ist meistens auch abgemacht mit den Helikoptern, so, dass man das so vermeiden, dass es Konflikte gibt. Aber es ist schon eher so, dass man am Tag durchfliegt, weil im Nacht ist es feister. Wir brauchen nicht irgendwie Sichtgeräte, die wir da zur Verfügung haben. Und es ist schöner am Tag. Unbestritten, im Sommer sind längere Tage. Du bist schon gute 15 Stunden und länger geflogen. Du hast fast 300 Kilometer erreicht, im Stück 11 Stunden in der Luft. Ja, schon eine wahnsinnige Länge, so zu fliegen.
Wird man da im Mieter dabei oder wie ist das? Kann man sich vorstellen, wenn man 10 Stunden in der Luft ist und länger? Ja, das ist so. Der längste Flug von mir war jetzt 11 Stunden gewesen. Das war auf Innsbruck gewesen, von Fiesch. Der ist jetzt, da sind wir am Morgen 10 Uhr gestartet und am Abend etwa 10 Uhr gelandet. Und da ist man am Schluss also schon recht fertig. Also da ist man wirklich miet. Es ist nicht so, dass man da einfach gemütlich in der Luft hockt und einfach das geniessen kann. Es ist schon viel Arbeit zwischendurch und da ist man schon miet am Schluss. Ja. Was ist denn die Arbeit? Was macht man denn in 11 Stunden da oben? Einerseits ist man immer wieder am Schauen, wo will man hinfliegen, wo findet man die nächste Thermik. Also es ist nicht so, dass man einfach einen Knopf drückt und dann steigt man. Da muss man immer überlegen, immer eine Routenwahl haben. Nachher, wenn es mal etwas ruhiger geht, dann muss ich sicher fotografieren und mal filmen und etwas essen und reichen natürlich sehr wichtig. Und ja, müssen wir wieder Gedanken machen über die Route. Ein bisschen eine Frage, die sich die Laien natürlich meistens stellen, wenn man 11 Stunden in der Luft ist. Pass mal, eine Toilette, gibt es da oben die Reihe? Ja, das ist eine vielgestellte Frage, die ich schon ein paar Mal beantworten müssen. Also jetzt muss man natürlich das mit Urinalkondom lesen und dass man dann Schläuche dran hat und dann wird das einfach abgelassen. Das ist da ganz einfach gelesen. Kollegschaft in der Luft, abgesehen mit den Adlern und den Tieren, die man zum Teil sieht und zum Teil auch mit den Vögeln steigt und die Thermik ausnutzt, wie ist die Kollegschaft? Man ist einsam in der Luft, trotzdem, je nachdem, hat es ja andere Gleitschirme da. Ja, also es ist viel so, dass wir mit den Kollegen an den Startplatz gehen. Man kann nicht immer direkt starten oder am Startplatz darüber reden, was der Plan ist vom heutigen Tag und was macht die Welt machen. Nachher, wenn man in der Luft ist, ist man dann schon eher, mit Streckenfliegen vor allem, ist man eher leinzig. Also hier gibt es die Möglichkeit, dass man einen guten Kollegen, der ähnlich gut fliegt oder so, dass man beide auf dem gleichen Niveau ist, dann kann man lange Strecken zusammenfliegen. Das heisst, wenn man Flügel am Flügel in der Luft zusammen ist, dann gibt das auch, kann man in der Luft miteinander reden und man kann abmachen, wo das man will fliegen. Und nachher gibt es natürlich noch den Wettkampf, das ist immer sehr spannend. Dann fliegt man mit anderen Piloten zusammen, dann hat man 80 bis 130 Piloten im Weltcup, die da die gleiche Route fliegen, also da kommt man nicht um andere Piloten drumherum und das ist auch das, was es spannend macht, wenn man das mit anderen kann fliegen, am Schluss zusammen landet und dann kann man über den Flug diskutieren und so. Das ist eigentlich auch das, was spannend ist. Du sprichst es auch, es gibt auch einen World Cup, genannt auf Englisch. Wie kann man sich das vorstellen? Man kennt Weltcup vielleicht vom Skifahren, vielleicht vom Biathlon. Wie ist das im Gletscherfliegen? Wie läuft das ab? Ja, es gibt auch regionale, nationale, internationale Wettkämpfe. Im Weltcup oder auch in einem anderen Wettkampf ist es so, dass man an dem Tag geht, wo einen Startplatz mit den allen Teilnehmern. Und der wird anhand vom Wetter, das an dem Tag vorherrscht, wird eine Route gesetzt. Nachher ist das Ziel, dass man die Route möglichst schnell abfliegt. Und am Schluss kann man einfacher gesagt einfach sagen, dass der am schnellsten die Route abfliegt, der hat gewonnen. Und so im Weltcup gehen meistens eine Woche. Also sind insgesamt maximal 6 Schleifen möglich. Also 6 Stecke, die geflogen wird, 6 Mal eine Aufgabe. Und am Schluss zählt einfach der, der die meisten gepinkt hat, der am meisten gewonnen hat. Ja. Das ist eine Disziplin, aber es gibt verschiedene Disziplinen. Ich weiß nicht, ob es so im Weltcup ist oder aber mindestens im Gletscherfliegen. Es gibt da Dreieckfliegen und Streckenflug und aber genau. Geschwindigkeit und so. Was sind genau die Disziplinen? Im Skifahren kennen wir uns, da gibt es Riesenslalom, Slalom und so weiter. Ja, genau ähnlich gibt es am Gletscherfliegen. Das ist einerseits, wenn ich angewandt habe, der Wettkampf. Da ist das Ziel, möglichst schnell die Route abzufliegen. Nachher ist das Streckenfliegen. Da kann man das ganze Jahr kann man dann in die Luft gehen, man kann fliegen. Und nachher kann man die Fliege ins Internet im Beruf laden. Und am Schluss zählen vom Jahr zählen einfach die 4 längsten Fliege. Und dann gibt es da nachher einen Schweizermeister. Und nachher gibt es halt eben Akrobatik-Wettkämpfe. Und dann gibt es auch Hike-and-Fly-Wettkämpfe. Das sind die, wo man dort laufen und fliegen kombinieren. Und ja, da gibt es recht viele Disziplinen, also wie im Skifahren. Was ist deine Lieblingsdisziplin, deine Spezialität? Meine Lieblingsdisziplin ist im Streckenfliegen. Weil da ist man am längsten in der Luft. Da muss man nicht frühzeitig landen, wenn man die Route fertig geflogen hat. Da kann man wirklich den ganzen Tag fliegen und viele Erlebnisse gibt es da. Und da hast du ja nur mal 275 Kilometer geschafft, glaube ich, bis nach Innsbruck. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, der Flug auf Innsbruck war 292 Kilometer, hat knapp die 300 nicht geschafft. Das war aber am Morgen, das ist der, wo ich gesagt habe, 9 Uhr hat 4 gestartet. Und am Schluss bin ich in Innsbruck und musste schauen, wenn ich wieder zurückkomme. Wo ist da der Weltrekord in der Länge? In der Länge ist es so, dass man die längste Flieg macht man im Flachland. Also da geht man auf Brasilien, auf Australien. Da fliegt man nachher mit dem Wind. Das ist der Weltrekord im Moment bei 507 km. Oh. Hier in den Alpen ist, wenn es viel Wind hat, wird es schnell mal gefährlich. Das heißt, wir fliegen meistens, wenn es wenig Wind hat. Und für wirklich Weltrekord fliegen, in einem Weg fliegen, also im Langstreckenflieger, dann geht man auf Brasilien oder Australien oder Südafrika oder in diesen Gebieten. Du hast in deiner relativ kurzen Karriere schon sehr viel erreicht. Walliser Rekord, Schweizer Meister und so weiter, verschiedene Rekorde. Was sind denn so längerfristig deine sportlichen Ziele im Gletscherfliegen? Ja, also im Streckenflieger gibt es zwei Disziplinen, wo man so Dreiecke fliegt.
Das ist sicher ein grosses Ziel von mir, dass man mal 300 Kilometer verlangt, also kann fliegen. Dieses Jahr habe ich die 275 geschafft. Gerade 1 Kilometer unter einem Schweizer Rekord gewesen. Jetzt nächstes Jahr wäre schon ein langfristiges Ziel, dass man mal die 300 Kilometer fliegen könnte. Und das Thema Ausland, Brasilien, wenn du sagst, dass da so weit geflogen wird? Ja, da habe ich mich jetzt noch weniger befasst. Dieses Jahr war ich noch fast auf Australien gegangen. Das war logistisch nicht so ganz einfach gewesen. Und ja, aber das ist sicher einmal ein Thema, wirklich Flachland fliegen, weil das ist nicht vergleichbar hier mit den Alpen, das ist komplett anders fliegen. Das reizt mich schon mal. Beim Skifahren sind die Alpenländer vor allem führend oder mit dabei. Was ist die Szene international im Gleitschirm so am stärksten? Ja, das ist ähnlich gesehen. Das stärkste Feld ist sicher im Moment Frankreich. Die sind recht stark. Aber auch die Schweizer Nation ist immer vorne dabei. Das Schweizer Team ist an der Europameisterschaft dieses Jahr erst geworden. Also es ist schon so, dass es in den Alpen viele gute Piloten gibt. Und wie seid ihr organisiert? Gibt es da eine Nationalmannschaft oder kantonale Verbände? Oder wie läuft das dann im Gleitschirmfliegen? Schweizweit gibt es einen Verband. Und von diesem Verband aus gibt es eine Schweizer Liga mit verschiedenen Kadern. Und die stellen dort Nationalmannschaften für Europameisterschaften und Weltmeisterschaften aus. Für die Weltcups ist jeder für sich verantwortlich. Da muss man sich selber an nationalen oder an tiefer klassifizierten Wettkämpfen qualifizieren. Und nachher gibt es natürlich auch regionale und nationale Wettkämpfe. Nationalmannschaft und Jan Stern, ist das ein Thema? Nationalmannschaft noch nicht, für das müssen wir zuerst mehr Weltcup fliegen. Ich habe jetzt gerade angefangen mit Weltcups einzeln. Jetzt hoffe ich, ich habe in der nächsten Zeit ein bisschen mehr Zeit für das. Dieses Jahr war ich in Mexiko. Und ja, also ich hoffe schon, dass das einmal eines Mal das Ziel gibt. Ja. Im Fußball gibt es natürlich in der Nationalmannschaft und auch in den verschiedenen Vereinen und Clubs Trainers, wo man da trainieren am Boden. Wie ist in der Luft? Hat man da einen Trainer in der Luft? Oder wie kann also man das? Es gibt schon verschiedene Seminare von guten Piloten, die man kann besuchen kann, wenn man sich da weiterbilden will. Auf der anderen Seite von der Liga aus haben wir einen Teamchef. Der wird, da gibt es auch Trainings. Wir haben Swiss League Cups. Das sind so Trainingswettkämpfe, wo wir uns treffen, wo wir im Prinzip Training haben. Und von euch da gibt es immer wieder Tipps und Inputs. Und wenn man mit anderen guten Piloten zusammenfliegt, dann kann man die immer beobachten und man kann immer zuschauen, wie die fliegen. Und dann sieht man wieder, der probiert eine andere Route. Und so lernt man eigentlich im Gleitschirmfliegen am meisten, wenn man mit den guten Piloten zusammenfliegen kann. Wie sieht die Szene im Oberwallis, Wallis-Wissen? Ich kann mich erinnern, damals, das ist aufgekommen, mal probiert. Da hat man so einen Sack gehabt, da ist man fast wie ein Rucksack-Nitschi. Aber das ist ein paar Jahre her seither. Wie sieht das heute aus mit der Szene Oberwallis-Wallis? Ja. Also von den Gleitschirmen selber her ist jetzt natürlich mit einem Riesenwandel gegangen. Also die sind jetzt viel sicherer. Man weiss mehr über die ganze Materie, über das Wetter und so. Da muss ich recht gut weiterentwickeln. Also zu früher ist das kein Vergleich mehr. Wettkampfmässig jetzt gesehen, bin ich eigentlich der Einzige im Oberwallis, der das wirklich oft macht. Es gibt noch unten in Sitta gibt es noch einen, den ich kenne, mehrere. Aber sonst ist es schon nicht so, das Wettkampfland hier zu fies. Aber es gibt viele, die das machen und die die Schulungen machen. Und, ja. Ich kann mir schon sagen, es gibt Akrobatikflieger, die da ganz wild mitmachen. Ich glaube, auch in der Fiesch gibt es da ein paar Leute, die da mitmachen. Wie stehst du zu dem Akrobatikflieger? Ist das ganz etwas anderes? Das ist schon komplett etwas anderes. Also, es muss verschiedene Schirme. Also mit den Schirmen, die ich fliege, kann man nicht Akrobatik fliegen. Aber ich habe einen Akroschirm. Also, ich fliege eigentlich Akrobatik jetzt im Herbst und Winter, einfach zum Weiterkommen. Da lernt man verschiedene Sachen. Und wenn man überall ein bisschen reinkommt und mit verschiedenen Sachen kann machen, dann bringt das einem weiter. Auch das Thema Sicherheit und so. Das ist, ich glaube, das hilft einem. Ja. Durch das mache ich jetzt auch Akrobatik. Wie sicher oder unsicher ist das Gletscherfliegen, inklusive Akrobatikfliegen? Ja. Also zum Beispiel bei Akrobatik hat man ja mehrere, hat man zum Teil zwei Notschirme mit, weil man aber davon ausgeht, dass man vielleicht einmal einen Notschirm braucht oder so. Und, aber wie gesagt, vorher das hat sich riesig gewandelt, also man weiss, über das Wetter ist will. Und das ist wirklich jeder selber für sich verantwortlich, wenn man bei Wetter geht fliegen, wo das Gletscherfliegen nicht zulässt und etwas passiert, ja, dann ist man auch selber die Schuld. Aber sonst ist es eigentlich ganz eine sichere Arbeit. Wenn man in der Schule ist, hat man sichere Schirme. Das ist also absolut kein Problem. Vergleich mit dem Autofahren. Wie gefährlich ist Gleitschirmfliegen? Ja, mein Fluglehrer hat immer gesagt, das Gefährlichste, wenn man gegen Fliegen sind, die Autofahrt ins Fluggebiet. Und von dem her sagt das viel, oder? Brenzlige Situationen hast du ja schon erlebt, oder hast du es immer im Griff gehabt? Nein, also meistens habe ich es immer im Griff gehabt. Meistens? Das heisst? Einmal hatte ich eine Situation, in der ich meinen Notschirm gebraucht habe. Da habe ich dort meine zwei Schirme gepackt. Aber durch das geht man jährlich trainieren. Das heisst, man geht über den See, wirft den Notschirm. Dass, wenn es mal darum geht, dass man das wirklich denen braucht, dann hat man das im Griff. Und ich habe es bis jetzt in 6 Jahren und 1300 Stunden einmal gebraucht. Also, ja. Wie bist du denn noch damit umgegangen in der Situation oder vor allem nach der Situation? Ja, das ist
Das ist eigentlich erstaunlich gut gegangen. Ich habe nur gedacht, jetzt ist es mal darum gegangen, jetzt eine Pause oder so. Aber nein, eigentlich direkt wieder den nächsten Tag fliegen und super Flug gehabt. Und ist gut gegangen. Wie reagiert eigentlich das Umfeld da? Eltern, Bekannte, Verwandte, Kollegen, Kolleginnen auf diesen an für sich sicheren Sport? Ja, die Mama hat am Anfang schon ihr Problem gehabt, mittlerweile. Es sind ja schon 6 Jahre, wo ich das mache. Also, wird sicher weniger sein. Der Papa, der würde am liebsten selber anfangen. Also, ja. Und Kollegen kann man meist aus dem Gletscher fliegen selber, jetzt, durch das sie das intensiv machen. Von dem her ist da kein Problem. Ja. Ist es ein einsamer Sport oder ist es ein Sport wie jeder andere? Wenn man da so lange in der Luft umeinander steht oder sitzt, ist es einsam oder ja? Nein, es ist gar nicht ein einsamer Sport. Also, aber das sind jetzt natürlich die 6, 7, 8 Stunden Flieg. Das sind die guten Tage, auf die müssen wir warten. Dann nimmt man nachher frei, für einen Tag in die Luft zu gehen. Und sonst die meiste Zeit, also wenn man Gletscher fliegt, dann geht man zusammen einen Startplatz, man fliegt zusammen, viele Stunden, zwei, landet unten am Landeplatz, trinkt etwas, isst etwas miteinander. Also es ist sehr ein kollegialer Sport und es ist nicht einsam, nein. Du nimmst frei für gewisse Fliege, je nach Wetter- und Witterungsverhältnis. Kann man davon leben, von einem Gletscherfliegen, wenn man ganz gut ist? Gibt es Profi in der Sportart? Ja, es gibt Profi, die das machen, die mit Coaching und so machen. Aber jetzt nur vom Sponsoring oder so gibt's, kann man da nicht erleben. Man kann mit Firma angestellt sein, als Testpilot oder eben mit Coaching oder Tandemfliegen ist auch möglich, dass man da Geld verdient. Aber es ist nicht, dass man nur rein vom Sport lebt. Das ist so wie nicht möglich. Nein. Also Prämien oder Sieges? Nur von dem wird es schwierig, da müssen wir schon sehr viel kennen. Wie reagieren die Sponsoren, wenn Anfragen tust auf den Sport? Ist das interessant für dich? Oder was sind die Gründe für Absagen oder die Gründe für Zusagen? Ja, also ich hatte seit letztem Jahr habe ich Pixon als Sponsor. Und da ist natürlich mit dem Gleitschirm eine super Werbeoberfläche. Da kann man das Logo gross drauf tun. Man kann super Fotos machen, die nachher als Publikationen kann weitergegeben werden oder als Marketing kann gebraucht werden. Oder in den Zeitungen, wenn man einen Gleitschirm drin sieht mit dem Logo, das ist super Werbeoberfläche. Und ich habe einen gefunden, ja, das ist gut gegangen. Ja. Absagen, wie begründen die das Absagen, aber Sponsorengesuch? Ja, ich hatte noch nie so grosse Absagen kassiert, also ich hatte eigentlich guten Kontakt gehabt und durch das ist das eigentlich direkt gegangen. Ja. Gletscherfliegen ist sicher eine spezielle Art von Sporttreiben. Gibt es denn neben dem Gletscherfliegen noch andere Sportarten, die du betreibst? Oder hast du überhaupt noch Hobbys und Zeit für Hobbys? Ja. Aber wie gesagt, wenn ich jedes Wochenende in der Luft bin, ist das schon meistens das, was ich das mache. Wenn es mal zu viel Wind hat oder das Wetter nicht so gut ist, dann kann ich viel laufen oder so. Oder ja. Also es gibt schon noch zwischendurch etwas anderes, was ich noch mache. Also es ist nicht so, dass ich da nur am Fliegen bin. Wie geht deine Gleitschirmkarriere weiter? Was sind also die nächsten Punkte? Ja. Also längerfristig? Ja, jetzt für das nächste Jahr werde ich sicher wieder im Streckenfliegen wieder ein bisschen mehr sein. Dieses Jahr habe ich durch den Schulabschluss nicht so viel Zeit gehabt im Sommer und im Frühling. Und ich hoffe, dass ich das nächste Jahr da wieder gehen kann und nachher sicher auch wieder den einen oder anderen Weltcup machen. Dann will ich am Schluss für das Finale zu qualifizieren. Also werde ich halt schon da weiterkommen, ja. Kann man sagen, dass du auf eine Art Halbprofi bist? Du schaffst ja nicht mehr ganz 100%. Ja, ich glaube, Halbprofi ist vielleicht nicht so schlecht, ja. Gibt es andere, die in diesem Status sind jetzt hier in der Gegend? Jetzt im Oberall ist es nicht, nein. Aber im Oberall gibt es nicht so viele, die Wettkampf fliegen. Und über die Schweiz gesehen gibt es ein paar, ja. Abschließend, was war das schönste Erlebnis im Zusammenhang mit Gletscherfliegen? Erfolg oder Erlebnis, Abenteuer, was auch immer. Ja. Also der schönste, da könnte ich einen Stift verteilen, jetzt wirklich, wo wir wirklich immer wieder den Atem geräubt haben. Aber es ist sicher wieder immer wieder wunderbar, wenn man über den hohen Bergen Sturm, Weissmies und die Sonne geht runter. Oder einfach nach 10, 11 Stunden Flug, wo zum Teil anstrengend ist, merkt jetzt, geht der Tag zu Ende, die Sonne geht unter und gemütlich neu ausgelegt und landen. Das ist zum Teil schon immer wieder wunderbar. Ja. Ein sportliches Highlight? Ja, sportliches Highlight eigentlich war der Flug auf Innsbruck sicher super gewesen, die 292 Kilometer. Das war eine gute Sache gewesen. Wir wünschen für jeden von Jan Stern weiterhin viel Glück, viel Erfolg und vor allem tolle Erlebnisse, Abenteuer in luftiger Höhe. Danke, dass ihr zugeschaut. Danke, dass der Jan Stern da war. Und bis zum nächsten Mal.